So, hier, Well Nadine. met, friend. Es schön, sich zu sehen, gewiss, aber ich muss mich auf meine Studie konzentrieren. Ihr die Lehrsätze geben. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Du, bei den Fürsten. Bei der Fürstin der Klagen, du hast sie gefunden. Nadine wiegt das modrige Buch wie ein Neugeborenes. Ich fasse es nicht, es gibt sie wirklich. Sie wiegt wieder zu dir. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das wird von unschätzbarem Wert sein. Sie wendet sich fast zurück zu dem Buch, doch im letzten Augenblick hält sie inne und überreicht dir einen Beutel Münzen. Yay, 500 Kupfer. Leersätze von Pangram. Ja, freut mich, dass ich dir helfen kann. Du kannst nicht zufällig noch etwas entbehren. Ist das alles? Freut mich, dass ich helfen konnte. Sonst etwas? Sie will sich offensichtlich wieder den Studien widmen. Dann leb mal wohl. So, damit sind die Lehrsätze von Pangram. Ich habe die Lehrsätze von Pangram für Nadine beschafft, die völlig aus dem Häuschen war, sie endlich in der Hand zu halten. How do you do? So, dann ab nach Urfeuer. Für die nächsten beiden Sachen müssen wir in den Palast des Tux. Und vielleicht können wir auch endlich dann Stops him. What? No! I was spirit shifted, and she was in heat, so I aimed for the throat, but not with an arrow. Was zur Hölle reden die beiden da? Okay, Hivarius fängt an. Und noch bevor ich reagieren konnte, war das Biest über mir und lag mit dem Gesicht. Und ich lag mit dem Gesicht nach unten im Dreck. Pfeil in den Hals, das beste Mittel gegen Stalegear. Was? Nein. Ich war in meiner gewandelten Form und sie war rollig. Also zieh dich auf den Hals, aber nicht mit einem Pfeil. Okay. Ja. Nivarias kann sich ja in einen Stalegear verwandeln. Große böse Raubkatze. So, jetzt geben wir erstmal hier Fürgar das Ding ab. Greetings. Fürgar nickt. Möchtest du von der Flamme geleitet und gewärmt werden? Hast du noch immer die Vision von den Fällen? Ihre Stimme ist leise und ruhig, ja, von der Höhle und etwas, das sich darin befindet. Eine kleine helle Glut des Graubens, bewacht von einer schrecklichen Gefahr. Ich wünschte, ich könnte selber dorthin. Sie richtet einen schuldbewussten Blick auf die Statue. Noch was? Zeige den brennenden Stein. Ich bin eigenhändig nach Feuerfälle gereist und das hier habe ich dort gefunden. Sie nimmt den Stein in die Hände und schnappt nach Luft. Bei der Flamme, weißt du, was das ist? Das ist ein Gegenstand verloren. Flammenstein. Nein. Sie dreht es in den Händen. Das ist ein Stück der Götterhammerbombe. Jede Waffe, bei deren Herstellung Magram persönlich half, um Weibwerk im Krieg des Heiligen zu besiegen. Sie nimmt den Stein in den Händen und starrt in das helle Glühen. Es ist seltsam, ihn so vor einem zu sehen. Davor waren es nur Geschichten. Es wirkte nirreal. Sie runzelt die Stirn, während das orangefarbene Licht tiefe Schatten in ihr Gesicht klebt. Wieso fühle ich mich also nicht anders? Welchen Nutzen hat es? Ihre Kriegerknöchel werden weiß, als sie die Finger um den Stein schließt. Du hast einen Teil einer Waffe, die von einem Gott entworfen wurde. Allein die Existenz einer solchen Sache sollte dich mit Ehrfurcht erfüllen. Margaret ist die Göttin der Prüfung und trotzdem schickst du mich, um die Vision zu verfolgen, die sie dir gesandt hat. Du hast dich gerade selbst als ungläubig erwiesen. Sie vertraute den Götterhammern ihren Anhängern an. Vielleicht vertraut sie ihnen erneut, um dem Vermächtnis ein Ende zu setzen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nehmen wir mal die drei. Wandlung durch Prüfung. Sie dreht den Stein in den Händen. Das ist keine einfache Antwort. Ich würde von meiner Göttin aber auch nicht weniger erwarten. Während sie auf den Altar blickt, entspringt eine Flamme dessen Oberfläche. Eines der Dinge, das ich schon immer an Magran liebte, ist ihre Affinität zu Feuer. Wie es wächst und sich verbreitet. Der Scheiterhaufen, der in dem Altar lodert, ebenfalls mit Leben.
Du hast mir gegeben, was ich brauche. Ich werde sicherstellen, dass die Menschen von Trutzburg die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Nun lass mich dir etwas geben, das du vielleicht brauchen könntest. Sie verschwindet und kehrt schnell wieder mit etwas in den Händen zurück. Eine Waffe, die die Göttin selbst wird. Eine Waffe, die der Göttin selbst würdig ist. Bitte nimm sie als Dank für deine Dienste für Margrad und für mich. Danke sehr, leb wohl. Okay, etwas ist... Oh, Steuern. Aber ordentlich Steuern dieses Mal und nichts wurde geklaut. Und was haben wir hier? Einen Streitflegel. Du kannst nicht zufällig mit Streitflegeln umgehen, Edea. Nee, Säbel, Stilett, Keule, Pistole, Donnerbüchse. Gut, jetzt soll ich mich mit denen hier treffen. Kanzler Varian und Marshal Freuwin. Okay. I'm here. Danke, dass Sie gekommen sind, Talisa. Ich versuche seit einiger Zeit, Sie aufzuspüren. Das ist Marschall Frohwin, Graf Bethmars militärischer Berater. Er wird als Zeuge dieser Zusammenkunft dienen. Er deutet auf den neben ihm stehenden Mann. Seien Sie gegrüßt, Straßenwächterin. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Ich muss zugeben... Sie haben innerhalb des Adels für einiges an Aufruhr gesorgt, indem sie Ket Nua für sich gefordert haben. Die meisten wissen noch immer nicht recht, was sie von ihnen halten sollen. Worum geht es überhaupt? Die Rechtmäßigkeit ihres Anspruchs auf Ket Nua wird angezweifelt. Graf Bethmar hat eine Entscheidung in der Angelegenheit verkündet. Ich vertraue darauf, dass der Graf ein gerechtes Urteil fällt. Ket Nua lag über ein Jahrhundert lang verlassen da. Ich habe das Land durch die Stärke meiner Waffe beansprucht. Mein Anspruch ist mächtmäßig. Ket Nua gehört mir. Jeder, der meinen Anspruch anzweifelt, wird sich meinen Zorn stellen müssen. Aha. Ich vertraue auf den Graf. Ihre Kooperation ist notiert und ich danke Ihnen. Es wird sich alles zeigen, sobald Fürst Gadbin eintrifft. Haben Sie vielleicht Fragen an mich, während Sie warten? Erzählen Sie mir von Graf Bethmar. Graf Bademar entstammt einer angesehenen Adelsgeschlecht, das nach dem Widerstandskrieg vor etwa 150 Jahren Bekanntheit erlangte. Der Silberwald besteht aus 7 Grafschaften. Die Bademars herrschen über die nördlichste Grafschaft, die der Griff genannt wird. Was den aktuellen Bademar angeht, einen besseren Mann kenne ich nicht. Es ist eine Ehre, ihm zu dienen. Erzählen Sie mir mehr über den Griff. Der Griff ist heute die größte der 7 Grafschaften, nachdem die vor dem Krieg existierende Grafschaft Jenwald in ihm aufgegangen ist. Zu den wichtigen Siedlungen zählen Neuheumar, Geransgriff, Goldtal und natürlich Ket Nua. Jenwald? Als der Dürrwald noch eine bloße Kolonie Edirs war, war er in 9 Grafschaften unterteilt. Als die Edirer besiegt und schließlich vertrieben wurden, gingen 2 der Grafschaften in anderen auf und die Grenzen wurden neu gezogen. Der Jenwald war eine dieser Grafschaften. Ich habe noch andere Fragen. Natürlich. Was wissen Sie über Gadbin? Ich bin ihm nur einmal begegnet, aber das reichte aus, um zu einem Urteil über Fürst Areldir Gadbins Charakter zu kommen, oder der Mangel desgleichen. Er stammt aus einem alten edirischen Geschlecht, das bis in die Zeit vor dem Widerstandskrieg zurückreicht. Sein Urgroßvater Reinig Gadbin war während des Krieges der Graf von Jenwald, bis ihm sein Land weggenommen wurde und er aus dem Dürrwald verjagt wurde. Ich habe noch andere Fragen. Natürlich. Wissen Sie, wie Graf Bademar entschieden hat? Es tut mir leid, Fürstin, das weiß ich nicht. Das Urteil des Grafen ist versiegelt. Was sollte das mit der Straßenwächterin? Diejenige, die im Auftrag des Grafen von Jenwald über Ket Nua herrscht, wird traditionell Straßenwächterin genannt. Ihre Stellung mag noch nicht vollständig offiziell sein, aber der Titel ist eine angemessene Anrede. Der Marschall nickt und lächelt. Ich habe keine weiteren Fragen. Just im rechten Augenblick, hier kommt Fürst Gadbin.
Ein opulent gekleideter Mann schreitet entschlossen auf den Kanzler zu. Sein sandfarbenes Haar weht hinter ihm wie ein Banner, das von einer leichten Brise gekräuselt wird. Die Absätze seiner Stiefel hallen durch den Saal. Eine Elfe mit kurzgeschnittenen Haaren, in eine dunkle, glänzende Plattenrüstung gekleidet, folgt ihm auf den Fersen, ehe sie neben ihm Position bezieht. Sie mustert dich ungeniert. Fürst Gadbein, bringen wir diese Formalität schnell, möglichst schnell hinter uns. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Es ist wohl bekannt, dass Kate nur rechtmäßig mir gehört. Und wo ist diese Betrügerin? Zeigen Sie mir die Närrin, die glaubt, sie könne mein Land stehlen. Wo ist dieser Abschaum von niederer Herkunft? Varin räuspert sich und blickt dich an. Diese Frau hier, das ist die Fürstin von Kate Nua? Ich dachte, sie würde zur Dienerschaft gehören. Vielleicht eine Kammerzofe oder Köchin. Können wir uns bitte sputen? Die Hand heben. Jeder, der seine eigene Festung besitzt, möge die Hand heben. Nur zu meine falsche Scham. Närrin, ich hoffe, Sie haben Ihre Zeit als Besitzerin meines Landes genossen. Wenn Sie mich weiter provozieren, hänge ich Sie vor der höchsten Mauer auf Kaet Nua, sobald diese Angelegenheit geklärt ist. Kanzler, verlesen Sie das Urteil des Grafen. Varin bricht das Siegel und entrollt das Pergament. In der Sache des Anspruchs der Familie Gadbein auf Kaet Nua entscheidet Graf Bedbar wie folgt. Der Anspruch der Familie Gadbein wurde nie aufgegeben. Per Gesetz ist Kaet Nua das rechtmäßige Eigentum der Familie Gadbein. Ich wusste es, Gadbein grinst sich triumphierend an. Ich habe noch nicht fertig gelesen, mein Fürst. Gadbein verdreht die Augen und bedeutet dem Kanzler fortzufahren. Der Graf erkennt jedoch die Rolle von Talisa bei der Rettung und dem Wiederaufbau von Kaet Nua an, einer Festung, die über ein Jahrhundert lang verlassen gelegen hatte und nach Meinung einiger sogar verflucht war. Bevor Kaet Nua an die Familie Gadbein zurückgegeben wird, verfügt der Graf daher, dass Fürst Gadbein eine Entschädigung in Form von? Auf gar keinen Fall. Gadbein verschränkt die Arme und runzelt trotzig die Stirn. Mein Fürst, Varin hebt die Augenbrauen. Die Summe ist recht angemessen und eine Grundvoraussetzung dafür, dass sie ihr Land zurückerhalten. Wenn sie mich einfach aussprechen lassen würden. Ich zahle dieser Missgeburt kein einziges Kupferstück für das Land meiner Familie. Glaubst du, Lakai, ich würde die Motive des Grafen nicht durchschauen? Er glaubt, er könnte mir diese Beleidigung eine Er könnte mit dieser Beleidigung eine Botschaft senden. Ich habe eine Botschaft, die sie diesem Hurensohn schicken können. Gadbein hebt eine offene Hand und ihr Kanzler schreckt vor ihm zurück, die Arme zur Verteidigung erhoben. Ihn schlagen, ihm am Arm packen, also dazwischen gehen einfach. Schluss, nichts tun, am Arm packen. Nehmen Sie die Hände von mir, Sie Bauerngür. Gadbein reißt seinen Arm los und tritt einen Schritt zurück. Die Elfe zieht äußerst behend eine Pistole aus ihrem dicken Legergürtel. Ihre Augen weiten sich voller Vorfreude. Mein Fürst, bitte, es gibt keinen Grund für Gewalt. Fürst Gadbein starrt dich mehrere Herzschläge an, seine Augen voller Hass. Ich werde ihm holen, was mir gehört. Verlassen Sie sich drauf. Kommen Sie, Hauptmann Emery, wir gehen. Er verzieht verächtlich das Gesicht, bevor er aus dem Saal stürmt. Die Elfin senkt ihre Pistole zu grinsen, die Schultern und folgt ihrem Arbeitgeber. Nun, ich kann nicht sagen, dass Gadbeins Reaktion vollkommen unerwartet war. Ich fürchte, sie haben sich ohne ihr eigenes Zutun einen mächtigen Feind gemacht. Ich habe deutlich Schlimmeres erlebt. Er wirkte ein wenig aufgebracht, oder? Mit den Achselzucken. Er wirkte aufgebracht, oder? Es heißt, er war schon immer so aggressiv, selbst als Knabe, und er kann sehr lange einen Groll hegen. Wie dem auch sei. Kaet Nua gehört nun offiziell ihnen, nachdem Fürst Gadbein das Urteil des Grafen zurückgewiesen hat. Er überreicht ihr ein dunkelblaues Zepter, das aussieht, als wäre es vollständig aus Saphir geschnitzt worden. Ja, das gehörte einem der frühen Fürsten von Kaet Nua. Rechtmäßig gehört es nun ihnen. Du hast einen Gegenstand erhalten. Gerd Hervas Dennis im Inventar hinzugefügt. Ich könnte jetzt persönlich sein und Fürst Gadbein 1000 Kupferpfand geben. Das hier soll Fürst Gadbein als Zeichen der Freundschaft erhalten. Ich habe eine Botschaft für Gadbein. Wenn ich ihn oder einen seiner Männer auf meinem Land entdecke, richte ich ihn hin. Na, sind wir nicht so. Bitte laden Sie Fürst Gadbein ein, mit mir in den Heim von Kaet Nua ein Festmahl zu feiern. Es gibt keinen Grund, warum wir Feinde sein sollten. Ich bin fertig. Nehmen wir die drei.